Lieber Videofreund, ich bin jetzt zurzeit alemannische Schriftsprache am Planen, und zwar auf Höfe Radlberg, besonders Höfe Radlberg. Und die Radlberger Dialekte sind ja groß verschieden, aber normal versteht man einander. Es gibt dann noch ein paar, wo schwerer zum Verstehen sind wie andere. Aber das sollte uns da nicht stören. Der größte Unterschied ist, dass es viel verschiedene Arten gibt, wie man das mittelhochdeutsche Ei sieht. Es ist ja noch EI geschrieben. Und da gibt es. So, E und Ä und A und O und O. So, ich glaube, das sind mal, na, es gibt sogar noch, Ei gibt so noch. Im kleinen Walsertal. Da sagen sie Ei. Und da hätte jetzt sich die mittelhochdeutsche Schreibung genommen, also Ei. Und dann sollen das aber alle Leute nach in seinem Dialekt lesen. Das, was am meisten gibt, wo. Ich weiß jetzt nicht, in der meisten Dialekt, aber die meisten Leute wegen dem Rital. Das Rital ist nämlich so groß, es hat so viele Leute und da sieht man es auch mit Ohr. Also wenn man jetzt eine Standardaussprache will, dann sollte man meine, die mit Ohr nehmen. Aber eigentlich wäre es mir lieber, die Leute hätten das einfach so lesen, wie es gehört in ihrem Dialekt. Und ich probiere die Sprache so machen, dass sie nicht gern zu weit weg von dem ist, also für alle Leute nicht gern zu weit weg von dem ist, was sie schwätzen normal. Da sind denen, also da fehlen denen die ganze starke regionale Sache. Und bei Wort, wo es andere gibt, wo man ganz andere sieht, je nach Gegend. Denn da nimmt jetzt die, wo die meisten Leute sagen. Und zwar im bodenständigen Dialekt, wirklich, weil jetzt gibt's ja so viel Einfluss aus dem Hochdeutschen und aus dem Englischen auch. Und das gehört in der Standardsprache nicht inne. Wenn die Leute das sagen wollen, dann tun sie es willentlich. Das müsste man ja nicht ohne sagen, dass sie sollen. Also wegen dem Zwart für Erdöpfel ist wahrscheinlich nehmt die wirklich Erdöpfel. Ich hab geschaut, was es sonst noch gibt. Grundbier ging da. So, das sind die zwei, wo es am öftersten gibt. Es gibt auch Herdöpfel. Aber Erdöpfel und Grundbier sind das, wo sie den meisten Dialekt hat und wo die meisten Leute sagen. Also von der Menge von der Leute. Das ist ja so. Es gibt ja Dialekt, wo viele Leute schwätzen und es gibt Dialekt, wo wenig Leute schwätzen. Aber es gibt mehr die kleinen Dialekte wie die großen. Also die, wo wenig Leute schwätzen, sind dafür mehr.
Und da müsste man ein bisschen, ja, ein bisschen abwägen, ob man das jetzt ganz streng nach Plan machen kann. Nach Plan machen kann. Stell dir vor, stell dir vor. Nach Plan machen kann, weiß ich nicht. Da komme ich mit der Zeit noch drauf. Aber ich will jetzt nur mal so den Grundriss zeigen, von dem, wo ich im Sinn habe. Das habe ich das mit dem Xi. Da gibt es ja auch die verschiedenen Varianten. Also da gibt es, oder? Das denken wir mal, Leute, die Xin sagen. Aber das ist halt extra. Und da tät ich in die Standardsprache tät ich Xi rein. Und also es kommt von älterem Xin. Also, wenn es Hochdeutsch wäre, wäre es Gesein. Und, also mit langem I. Es gibt halt die, wo es mit dem langen I sagen. Und dann gibt es die, wo es mit kurzem I sagen. Und die haben es N noch. Es gibt anders auch noch. Mir kommt jetzt nur Xä in Sinn. Ich glaube, das ist mit dem geknäselten Ä. Also das sagt Ä. Da weiß ich nicht, haben die Dialekt überhaupt das geknäselte nach dinne in anderen Wort. Ich kann halt auch nicht alle. Als Hilfsmittel nehme ich ja am liebsten das Wartbuch vom Jutz. Weil es gibt ja, die haben ja da das, ich habe das im Regal. Es gibt vom Allgäuer, gibt so es. Aber da ist viel moderne Umgangssprache drin, also wo nicht speziell alemannisch oder radlbergerisch ist. Wo man einfach überall sieht. Und ich meine nicht, dass man das Buch als Standardwerk nehmen sollte. Und das eine ist aus den 50er Jahren. Und da kann man schon noch sagen, dass da noch, dass da die Sprache noch normal war. Heutzutage, also das, ich weiß nicht, das ist ja, sagen wir, eine Sprache im Abbau. Es kann ja wieder besser werden. Und es ist ja auch mit der hochdeutschen Standardsprache, die hat man ja auch nicht in den letzten 10 Jahren erfunden. Da hat man auch, ja, immer noch die alte Literatur behalten. Und das ist lange auch ein Vorbild gewesen von dem, wie man schwätzt, oder wie man zu Hochdeutsch schwätzt. Oder man hat darauf geschaut, dass man das R gescheit sieht. Das tue ich auch. Also, das, ja, so geht bei der Sendung da. Weil, ja, ich habe halt auch singen gelernt. Und da haben sie so, da ist so wichtig, da haben sie sogar also eine Zungenspitze näher.
Und mit dunkel, ich weiß nicht schön schwätzen, das ist halt einfach voll da. Es gibt ja den alten Spruch, ich glaube, das sieht man in verschiedenen Sprachen. Ich kenne es aus dem Deutschen und habe es aus dem Englischen auch schon gehört, dass man die besten Schriftsteller zum Vorbild nehmen soll. Also, da tät jetzt ich noch dazu sagen, dass man die, wo gut schreiben, aber wo, sagen wir schon, normal schreiben, weil es gibt Leute, die sind schon gute Schriftsteller, aber die haben so einen ausgefallenen und eigenen Wortschatz, wo man das jetzt nicht zur Standardsprache hören sollte. Und ja, oft kann man halt auch ja Beschreibungen nehmen. Also es gibt ja schon Züg. Es gibt auch, ja, halt Aufsätze und Bücher und Wortbücher vom Alemannischen, wo schon drin steht, was wie es gehört tät. Die sind zwar nicht zum so lernen denkt, aber man kann sie ja auch nicht. Oder alemannische Dichter, also ich sage jetzt nicht G-Dichter, weil das G, das ist ja Hochdeutsch. Also alemannische Dichter, da gibt es ja ganz viel. Und das sind oft von Leuten geschrieben, wo sich besonders gut auskennen, wo die Sprache eben hören können, wo wegen dem schreiben. Da müsste man halt auch noch auslesen, was eigentlich Hochdeutsch ist. Und ich tät Hochdeutsche, also so viel wie möglich, aus der Sprache. Und das kommt Wellenweg inne. Das ist das, eben, wenn ihr seht, das muss man den Leuten nicht auch noch sagen, sie sollen sagen. Und wie, ich habe so vor in einer anderen, ja, sage jetzt einfach mal Folge. Ist ja auch Hochdeutsch, aber ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Ich glaube, ich habe es schon gesehen wegen dem, ich sage ja Freund. Also das sage ich im normalen Leben nicht, oder vielleicht ab und zu mal traue ich es mir. Aber ja, das ist eigentlich die alemannische Aussprache. Also man muss ja nicht Freund sagen. Und das hat man, ja, ich weiß nicht bis wen, aber in dem vom Jutz, das Wortbuch, das hat Freund noch als das normale Wort drin. Und das sagen, schon die Liechtensteiner sagen Freund und nicht Freund. Und es ist einfach logisch. Und ich hätte auch in der Standardsprache, also als Noblig, hätte ich auch Ries drin und nicht Reis. Deswegen den, ja, wegen den Schreibungen, gerade wegen der, wie soll ich sagen? Ich sage jetzt einfach mal, ich sage jetzt einfach mal Diphthong, weil ich weiß nicht, wenn ich Zwie laut, weil Zwie, ich weiß nicht, wenn man, will ich einfach nur Zwie, Zwielot? Wie ich es dort mal Zwielot sagen?
die tät ja eher, die tät ja wie im Mittelhochdeutsch, da ist gerade Amschle draussen, Mittelhochdeutsch sagen, schreiben. Und auch das U als OU, UO. Und zwar eigentlich nicht wegen dem Seil, sondern wegen dem Ei. Und dass sie da alle auf dem Stand lassen, weil das entwickelt sich ja zusammen. Da, also die in der Nebensilbe, das die lassen. Denen sind, also das, ich sage jetzt gerade mal das O, also O, wo mir, also das kommt ja von O, nicht das normale O. Zwar i Lob oder Stob oder Log und Og. Das gibt auch Dialekt, das mit Aussagen. Und ja, da liest jetzt einfach die ältere Schreibweise. Wenn jetzt der wirklich, vielleicht gibt es Dialekt, wo man O sieht, vielleicht gibt es Vorarlberger, wo O sagen. Ich weiß jetzt nicht, im Unterland vielleicht, ich kenne es nicht so gut. Aber dem sagt man auch, dass es vielleicht da auch sein könnte, oder dass es O ist. Also das ist ja. Ja. Die sind ja gut. Wenn man das Ältere nimmt, dann hat man oft das, was sich dann auseinanderentwickelt hat. Und das ist dann oft ein guter Kompromiss. Und zum O dazu, die ja A machen. Und das ist einfach, das hat sich ja verschoben, oder? O, au. Und A, ei. Ich meine, es wie im Hochdeutschen, aber es gibt eben auch alemannische Dialekt und Vorarlberger Dialekt, wo ei und au haben. Oder wir haben es. Ich erzähle es viel Zeug von so einer Einführung. Aber wir haben es an der Silbergrenze. Also ein paar Dialekte, jetzt im Oberland. Da, also es gibt denen solche, die sagen den wirklich A und O. A weiß nicht. Ich glaube. Also. Wenn eine Silbergrenze ist, dass es das nicht weiter zu au entwickeln. Und ich bin jetzt, ich habe im Sinn ab dem Winter der Hobbit übersetzen. Ja, warum geht der Hobbit? Weil das ein Buch aus dem 20. Jahrhundert ist. Und die besten Wartbücher, die sind aus dem 20. Jahrhundert. Vom Vorarlbergerisch. Da. Also da also grad, also hast grad, ja du hast halt oder der Vorarlberger Sprachatlas, das ist das Leichteste und eben das da vom Jutz da das Wartbuch, ja, und was sie da haben da vom Döns, das Montafoner.
Wartburg, das ist auch nicht schlecht. Also das kann man auch nicht. Ich habe da auch wo nicht so alt ist, wo schon aus dem 21. Jahrhundert ist, das ein wälderisches da, so also ein rotes. Jetzt weiß ich gerade nicht, wer das geschrieben hat. Ich sage es gerade nicht. Ich glaube, das steht da umeinander. Auf jeden Fall kann jetzt da nicht jetzt das übersetzen, wo ganz alt ist, weil da fehlt mir halt auch der Wortschatz. Und das ist auch schwer, ob wenn ich das jetzt danach machen will, mit der heutigen Wort und es steht einfach hitzig ausschauen. Und als das erste Buch, das ich übersetzt habe, wollte ich nicht mit so etwas Extrigem anfangen. Wenn der mit da will, also denken da ein bisschen die Grundsätze, die ich da habe, und weil, also ich glaube, die sind vernünftig. Ich habe schon eine eigene Rechtschreibung gegeben. Ich habe für das ist so, na so, das ist so, na, ist es. Gibt es viel Vorarlberger Dialekt. Das kommt vom Mittelhochdeutschen also von der, da gibt es es mit der AE-Ligatur geschrieben. Die habe ich auch. So, gibt ja, wie Mäntig, gibt so das Dialekt, gibt, wo man Mäntig sieht, und Mäntig ist eigentlich das Ältere. Also, ich wäre jetzt froh, wenn die jetzt Bücher übersetzen will, dass ihr jetzt meine Rechtschreibung in der Diabernetäten wäre gut. Und sonst schauen, dass er möglichst so schreiben, dass es für alle normal ist. Und dass ihr wirklich Vorarlberger Wörter nehmt. Und kein Hochdeutsche. Und wenn der ein Hochdeutsches nennt, dann schauen, dass es gut anpasst ist. Schauen nach, wie das Wort im Mittelhochdeutschen ist. Und dann könnt ihr überlegen, wie es regelmäßig im Vorarlbergerischen ist. Und also da könnt ihr mich fragen, wenn ich das im Sinn habe. Und es muss ja auch nicht. Wir können es ja schon ein bisschen auskücheln. Aber mein Plan steht fest, ihr könnt noch ganz anders schreiben. Aber ich meine, dass mein Entwurf gehörig ist. Und ja, ich glaube, das passt so. Ich schrieb noch ein paar Sachen unten dran. Auch 100 Tonnen? Tonnen dran? Ich weiß nicht. Dass er das noch machen können. Ja. Dankeschön fürs Schauen. Führt nicht.